Catboy mal 4. Und jetzt ein paar Zielübungen mit meiner Vervielfältigungsmaschine. Romeo hat eine Vervielfältigungsmaschine? Ich benutze meine Supertarnung, schleich mich an und schnapp sie mir. Dann wirfst du sie mir zu, ich gebe sie an Catboy weiter und... Oh, ich habe eine bessere Idee. Ich schnapp sie mir jetzt gleich. Super Katzen-Tempo! Was? Oh. Catboy! Na, gefällt's dir da oben, Miezekatze? Lass ihn runter, Roboter! Super Gecko-Muskeln! Ihr seid auf dem falschen Dampfer. Wie wär's denn damit? Lass uns diesmal alles gemeinsam machen. Ich flieg zuerst Gecko weg und dann... Warte, wie wär's mit einem Superkatzensprung? Super-Gecko-Tarnung. Wow, gib sie mir zurück. Warte, was machst du da? Lass das. Super-Gecko-Muskeln. Nein. Das werdet ihr mir noch büßen, Peter. Und jetzt schließen wir die Maschine im Hauptquartier ein. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Eine Vervielfältigungsmaschine loszuwerden ist gar nicht so einfach, nicht wahr, mein Roboterfreund? Die PJ Masks waren mal wieder ganz groß, wie immer. Aber es war schon wieder ziemlich knapp. Einer von uns hat wieder sein eigenes Ding durchgezogen. Tut mir leid, ich wollte nur, dass wir gewinnen. Und wir haben gewonnen, oder? Und was spielen wir jetzt? Basketball, Volleyball, oder noch besser, wir spielen Fußball. Seht euch das mal an. Romeo macht wohl wieder Vervielfältigungsübungen. Aber wie, die Maschine ist doch im Hauptquartier. Wir sehen mal nach. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Eulette! Ja! Greg wird zu... Gecko! Ja! Connor wird zu... Catboy! Katzenohren. Ich höre Romeo. Wie bist du an die rangekommen? Die ist im Hauptquartier. Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich. Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte, habe ich von ihr ein Duplikat angefertigt. Und hier ist es. Eine Vervielfältigungsmaschine? Ha! Vervielfältigter Roboter? Gar keiner Gecko, wir müssen ihm die Maschine wegnehmen. Ich habe eine Idee. Ich fliege runter und nehme sie Romeo weg. Dann gebe ich sie an dich weiter, Catboy, und du gibst sie Gecko. Ich ziehe das blinkende Ding raus und schalte es aus. Macht euch bereit für meine Super-Gecko-Muskeln. Der Katzenbrüller, der macht jede Elektronik kaputt. Warte! Zeit für noch mehr Roboter. Und dann waren es 4. Katzenbrüller! Wow! Wie nett von euch, meine Roboterarmee zu vergrößern. Roboterarmee? Ganz recht. Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage. Und wenn wir uns weigern? Dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch, bis ihr mitmacht. Wenn die Roboter das machen, dann werden die Leute tun, was Romeo sagt. Okay, zurück zu unserem Plan. Achtung, Fellbälle! Na gut, dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch. Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super-Eulen-Augen! Da! Nein! Gib sie wieder her, du flatternder Trottel! Der Fellballknopf klemmt. Er feuert weiter. Ah! Hm? Ah!
wird. Nichts passiert. Ja, mir geht's auch gut. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Catboy, du wurdest vervielfältigt. Ich weiß. Ich weiß es auch. Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders? Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso. Die Roboter, schaut! Roboter, holt euch jetzt diese Maschine. Sie soll euch vervielfachen, nicht die PJ Masks. Wirf mir die Maschine zu, dann ziehe ich das blinkende Ding raus. Ich kann nicht. Es sind zu viele Roboter. Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe? Ja! 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 Ringelndes Reptil, jetzt sind es vier? Kommt schon, Catboys. Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon. Wir werden diese Roboter rollen. Ja! Das war's, Roboter. Nicht so schnell. Wie es scheint, haben deine Kopien ganz eigene Pläne. Was macht ihr da? Ihr müsst sie wegrollen lassen. Ich habe eine bessere Idee. Ich drehe den hier, bis ihm ganz schwindelig wird. Ich jag den hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat. Und ich laufe mit meinem so weit ich kann. Das ist ein super Training. Tschüss! Wow. Vorsicht! Roboter, wirf diese PJ Masks in die Luft! Wir müssen diese Maschine zurückholen. Können wir jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gebt mir noch einen Versuch. Ich habe noch eine Idee. Und mit diesen Catboys kann nichts schiefgehen. Mit den Baumstämmen werden wir Romeo einpferchen. Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Das erkläre ich später. Schnell! Eine Roboterfalle und aktivieren sie, wenn sie zurückkommen. Ich baue ein Roboterkatapult. Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stolpern. Wartet, stopp! Wir brauchen diese Baumstämme. Ich brauche sie. Stopp! Haltet euch an den Plan, bitte! Ziehen wir meinen Plan durch. Mein Plan! Wartet ab, bis ihr mein Katapult seht. Das ist unfassbar. Was ist bloß in sie gefahren? Die ziehen ihr Ding durch. Genau wie du. Ich kann das noch hinkriegen. Ich hol die Maschine. Keine Sorge. Catboy legt Tatze an und schnappt sich den Vervielfältiger. Roboter, schnapp die Plagegeister. Oh. Du hast meinen Plan zerstört. Hey! Und du meinen. Pass auf! Boah, ist das schwer. Eine Catboy-Kopie-Meister. Das ist eine Katastrophe. Wieso hast du nicht auf uns gehört? Wir sind ein Team. Schon vergessen? Tut mir leid. Ich hab's vergessen. Und meine Kopien erst recht. Entschuldigung. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Katzentempo. Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen. Irgendeine Ahnung wie, Team? Ich habe eine tolle Idee. Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen. Lasst die Catboys los und schnappt sie euch. Halt, ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumstammerfindungen. Hallo! Au, ouch, oh, ouch, oh! Hier kommt der Rest. Alle auf eure Position. Kommt schon, Roboter. Was führt ihr Pyjama-Plagegeister im Schilde? Oh, oh, oh. Der letzte. Super Katzentempo. Schnapp dir die Katze, Roboter!
Nein! Ah! Geh runter von mir! Wir haben's geschafft. Jetzt streng deine Gecko-Muskeln an. Aber wenn ich das blinkende Ding rausziehe, verschwindet ihr. Wir verschwinden nicht. Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy. Das nenne ich ein Team. Tu es, Gecko. Super Gecko-Muskeln! Ja! Ja! Euch kriege ich schon noch Pyjama-Plagegeister. Ihr seid meine Roboter-Armee losgeworden, aber mich werdet ihr niemals los! Sperren wir das Ding mit dem anderen weg. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Alles ist wieder ganz normal. Und du bist auch wieder normal, Connor. Total. Und was wollen wir heute spielen? Wie wär's mit Basketball? Fußball. Ich liebe Fußball. Lasst uns das spielen. wie wär's, wenn ihr diesmal entscheidet? Geckos Superspürsinn. Also die Regeln für das Schnapp-dir-die-Flagge-Spiel sind ganz einfach. Es gibt zwei Teams und jedes besitzt eine Basis und eine Flagge. Das Team, welches sich die Flagge des anderen Teams schnappt und bei sich aufstellt, hat gewonnen. Noch Fragen? Ja, wieso kannst du so gut zeichnen und ich nur so schlecht? Nicht jeder kann zeichnen, aber jeder von uns kann irgendwas besonders gut. Wie das hier. Cooles Chamäleon, lass mich mal. Ich kann überhaupt keine coolen Sachen. Es gibt viele Dinge, die du kannst und wir nicht. Sicher besiegst du uns beim Schnapp-dir-die-Flagge-Spiel. Ja, vielleicht schaffe ich das. Lass uns in den Park gehen und spielen. Jungs, warum ist da eine Nacht-Ninja-Flagge auf unserem Hauptquartier? Unser Spiel wird warten müssen. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Oilette! Ja! Greg wird zu... Gecko! Ja! Connor wird zu... Catboy! PJ Masks! Wir müssen herausfinden, was Nacht-Ninja vorhat. Zum Gecko-Mobil! Katzenohren! Ich höre Ninjalinos kichern. Eulenaugen! Du hast recht, Catboy, ich sehe sie. Und Nacht-Ninja, sie sind auf unserer Schule. Gut gemacht, ihr Katzenohren und Eulenaugen. Klar, eure Kräfte sind cool. Aber vielleicht besitze ich auch eine extra coole Kraft wie ihr. Meinen Super-Gecko-Spürsinn. Den hast du noch niemals erwähnt. Was kann der so? Er spürt, wenn Gefahr droht. Es kitzelt mich dann so an meinem Schwanzende. Du kannst also mit deinem Super-Gecko-Spürsinn fühlen, wenn Nacht-Ninja in der Nähe ist? Genau. Im Übrigen wusste ich schon längst, dass er auf der Schule ist. Und ich wette, mit meinem Gecko-Spürsinn fangen wir ihn auch. Hey, Nacht-Ninja, warum steckt eine Flagge auf unserem Hauptquartier? Weil das eure Basis und die Schule jetzt meine Basis ist. Ich werde der Welt zeigen, dass ich der Beste bei Schnapp-dir-die-Flagge bin. Wer spielt schon mit dir? Ihr, PJ Masks. Oder ich verwandle eure Schule in meine ganz eigene... Nacht-Ninjas! Ninja-Nacht-Schule! In der Nacht! Und was passiert, wenn wir gewinnen? Keine Chance. Aber wenn ihr gewinnt, verlasse ich eure Schule. Wenn ihr allerdings verliert, bleibe ich hier und kriege euer Hauptquartier. Niemals! Vergiss es! Wir sind dabei! Wer die Flagge der anderen klaut und zur eigenen Basis bringt, gewinnt! Hey! Mit meinem Gecko-Spürsinn werden wir hundertprozentig gewinnen. Das wird total easy peasy action einfach. Bist du dir sicher mit deinem Super-Gecko-Spürsinn? Du hast noch viele andere echt coole Kräfte. Die sind nicht so gut für Schnapp-dir-die-Flagge. Nicht so gut wie der Gecko-Spürsinn. Der ist perfekt. Bereit, Schnapp-dir-die-Flagge zu spielen, Pyjama-Verlierer? Dann möge das Spiel beginnen. Einer von uns bleibt hier, um auf unsere Flagge aufzupassen.
Mit deinen tollen Eulenaugen wärst du perfekt für diese Aufgabe. Und wer geht jetzt zur Schule? Du, Catboy, mit deinen unglaublichen Katzenohren belauschst du Nachtninja. Mit deinen Eulenaugen und meinen Katzenohren kommt er niemals unbemerkt an uns vorbei. Ihr vergesst meinen Super-Gecko-Spürsinn. Er verrät mir, wo Nachtninja ist. Er ist, in der Schule und will sich unsere Flagge schnappen. Das heißt, er passt nicht auf seine auf. Dann können wir sie uns jetzt holen. Ich dachte, dein Super-Gecko-Spürsinn verrät dir nur, wenn Gefahr naht. Ganz egal, was naht. Er spürt so ziemlich alles. Okay. Los jetzt! Schnappen wir uns seine Flagge! Du bleibst lieber hier und bewachst unsere Flagge. Man weiß ja nie. Wir müssen da an einer Ninjalino-Schulpatrouille vorbei. Aber nicht der Nachtninja. Mein Gecko-Spürsinn hatte recht. Er ist drinnen. Zeit, uns die Flagge zu schnappen. Super Eidechsengriff! Suchst du mich, Eidechsenfuß? Super Katzentempo! Offenbar hat dein Super-Gecko-Spürsinn versagt. Super Spürsinn? Oh, bitte! Ich hab mich nicht geirrt. Nachtninja ist in der Schule gewesen. Nur nicht innen drinnen. Du und du, kommt mit mir. Wir müssen eine Flagge klauen gehen. Die anderen bewachen unsere Flagge. Jetzt nimmt er Kurs auf unsere Flagge. Wir müssen Eulette helfen. Ich muss lediglich an Spatzenhirn vorbei. Wie war das? Eidechsenfuß läuft auf den Wald zu. Dann lassen wir ihn doch glauben, dass er mit seinem Superspürsinn richtig liegt. Warum sind wir im Wald? Nachtninja ist sicher im Hauptquartier. Mein Super-Gecko-Spürsinn verrät mir, dass er in der Nähe ist. Er ist sogar hier. Hab dich! Tut mir leid, Gecko, aber da ist niemand. Vielleicht hast du doch keinen Super-Gecko-Spürsinn. Super-Katzentempo! Was ist hier los? Ich hatte recht, das ist los. Die Klebeklatscher beweisen es. Und jetzt verrät mir mein Super-Gecko-Spürsinn, dass Nachtninja da lang ist. Komm mit! Diese eingebildete Eidechse glaubt wirklich, dieses Spiel gewinnen zu können. Na, der wird gleich eines Besseren belehrt. Hi-ya! Mein Super-Gecko-Spürsinn lag nicht falsch. Ich bin sicher, er ist da lang. Jetzt stecken wir fest. Wir kommen erst weg, wenn wir das Gecko-Mobil entkleben. Das dauert ja eine Ewigkeit. Folge mir. Mein Super-Gecko-Spürsinn verrät mir, dass sich Nachtninja von hinten an unser Hauptquartier anschleicht. Von der anderen Seite des Sees? Aber du hast dich schon zweimal geirrt. Noch einen Fehler können wir nicht riskieren. Dann gehe ich eben allein und beweise dir, dass ich recht habe. Warte, wir müssen Eulette helfen, sonst schnappt sich Nachtninja unsere Flagge. Eulette, Gecko ist allein weggerannt. Und wenn ihn Nachtninja erwischt, wir müssen ihn finden. Aber dann bewacht niemand das Hauptquartier. Ich werde den beiden zeigen, dass ich doch einen Super-Gecko-Spürsinn habe. Schlitternde Schlange! Ich klebe fest! Oh nein! Aber hey, Klebeklatscher! Das heißt, mein Super-Gecko-Spürsinn funktioniert! Es gibt ihn! Es gibt ihn wirklich! Oh, bitte! Du hattest keine Ahnung, wo ich war. Ich wusste, wo du hin willst. Ich habe mich die ganze Zeit geirrt. Du bist also nur hierher gekommen, um mir eine Falle zu stellen? Ja, und wenn deine Freunde das Hauptquartier verlassen, um dich zu retten, klaue ich eure Flagge. Da ist er! Er braucht unsere Hilfe! Haltet durch, Gecko! Tut mir leid, dass ihr mir helfen musstet. Jetzt bewacht niemand das Hauptquartier. Nachtninja wird gewinnen. Ich habe gar keinen Super-Gecko-Spürsinn. Du hast doch schon super coole Kräfte. Wie Super-Tarnung und Super-Eidechsengriff. Und die sind genauso beeindruckend wie du. Ihr habt recht. Danke, Leute.
springendes Reptil. Das ist der Mega-Miau-Alarm. Er hat unsere Flagge aber noch nicht gewonnen. Er muss sie erst noch zu seiner Basis bringen. Das Gecko-Mobil klebt fest, aber wenn wir ein anderes Fahrzeug nehmen, können wir ihn noch überholen. Und ich kann ihn aufhalten. Nicht mit dem erfundenen Spürsinn, sondern mit meinen eigenen Kräften. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Sobald ich die Flagge aufgestellt habe, gehört die Schule und das PJ Masks Hauptquartier für immer mir! Hm? Ihr kommt zu spät, PJ Masks! Kommt, Ninjalinos! Ich habe gesiegt! Wie es scheint, ist er einfach zu schnell, Catboy. Niemals können wir ihn daran hindern, noch zu gewinnen. Schade, dass euer kleiner Eidechsenfreund nicht da ist, um sich vor dem mächtigen Ninja-Sieger zu verneigen. Aber meine Ninjalinos können es. Was ist hier los? Wo ist meine Flagge? Oh. Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, Nacht-Ninja. Aber das kann nicht sein. Du warst doch gefangen! Bis meine Freunde mich gerettet und hier in Super-Gecko-Tarnung abgesetzt haben. Dann habe ich mir diese Flaggen geschnappt. Easy peasy Echsen einfach. Und jetzt entschuldige uns, wir müssen auch die Flaggen auf unsere Basis stellen und ein Spiel gewinnen. Die PJ Masks haben gewonnen! Das ist eure Schuld, Ninjalinos! Ihr habt meine Nacht-Ninjas Ninja-Nachtschule nicht verdient! Böse Schüler! Du hast es geschafft, Gecko, PJ Masks. Wir haben toll gewettet. Denn in der Nacht wurde die Schule gerettet! Ich sehe ihn nicht. Kannst du ihn hören? Nein, das ist gar nicht so einfach ohne Eulenaugen oder Katzenohren. Ich habe zwar keinen Super-Gecko-Spürsinn, aber ich spüre einen bevorstehenden Sieg. Meine Basis, Greg hat gewonnen. Wir wussten, du bist der Beste bei Schnapp dir die Flagge. Ja, und du hast es bewiesen. Zweimal. Danke, Leute. Trotzdem seid ihr die Besten. Die besten Freunde aller Zeiten. Eulette und die Mondblume. Ich liebe den Gartenunterricht. Seht mal, meine Sonnenblume. Meine ist irre gewachsen. Die ist riesig. Und du bist so schlaff. Hey, wie geht's deiner Blume, Amaya? Ganz gut, richtig gut. Ich finde, du solltest ihr mehr Wasser geben. Ich weiß. Vielleicht stellst du sie auf einen anderen Tisch, wo mehr Sonne hinscheint. Ich weiß, das mache ich als nächstes. Wir helfen dir mit deiner Sonnenblume. Wir waren letzten Sommer in einem Gärtnerclub und haben viel gelernt. Danke, aber ich brauche keine Hilfe. Der Club ist sicher toll, aber ich bin ein Naturtalent. Mit Pflanzen kenne ich mich aus. Ich brauche keinen Club. Vielleicht brauche ich nur ein paar Gartengeräte. Hm? Wo sind denn alle Geräte hin? Luna-Motten! Dann hat sie Luna Girl. Wozu braucht sie Gartengeräte? Sie geht doch nur nachts raus. Und Pflanzen wachsen nicht im Dunkeln. Seht ihr, ich kenne mich doch gut aus. Was auch immer sie vorhat, es verheißt nichts Gutes. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja. Greg wird zu Gecko. Ja. Connor wird zu Catboy. Luna Girl befindet sich irgendwo in der Stadt mit ganz vielen Gartengeräten. Aber wo? Ein Rasen wäre perfekt zum Gärtnern. Im Park, zum Eulengleiter. Luna Girl, wo bist du? Eulenaugen!
aber die würde ich sicher nicht in meinen Garten pflanzen. Und da ist Luna Girl. Luna Girl, was hast du getan? Gefällt euch meine Mondblume nicht? Übrigens benötige ich eure Gartengeräte nicht mehr. Wie sich rausgestellt hat, braucht meine Mondblume nur eine gesunde Dosis nächtlicher Mondstrahlen. Wow, das ist aber eine unheimliche Blume. Eine? Ha! Es wird noch viel unheimlicher. Wartet ab, bis die hier aufgeht und hunderte von Samen herausplatzen. Jeder Samen landet auf dem Boden und wird zu einer neuen Blume und... Ja, und jede dieser Blumen... verstreut noch mehr Samen. Aus denen wachsen wieder Blumen. Hey, und wessen Plan ist das? Bald wachsen hier so viele Mondblumen, dass kein Platz mehr für andere Blumen sein wird. Wir müssen dieses Unkraut bekämpfen, bevor es den ganzen Planeten übersät. Hm, was haben wir in unserem Gärtnerclub gelernt zum Thema großes, hässliches Unkraut? Ausgraben heißt die Devise. Ganz einfach. Nein, warte. Großes Unkraut hat auch starke Wurzeln. Und die müssen dann alle raus. Wenn nur eine Wurzel übrig bleibt, entsteht daraus eine neue Mondblume. Dann eben alle gleichzeitig. Das ist Gartenarbeit nach Eulettes Geschmack. PJ Mask hat sich verheddert. Fehlen nur noch zwei. Super Katzentempo. Super Gecko Muskel. Hey! Ich habe eine Idee. Das Teil wächst doch im Dunkeln, oder? Vielleicht mag es ja kein Licht. Wenn wir den Lichtstrahl des Eulengleiters darauf richten, schrumpft es vielleicht. Warte, was ist mit meiner Ausgrabidee? Ich kenne mich auch mit Gartenarbeit aus. Schon vergessen? Das mit dem Ausgraben hat nicht wirklich funktioniert. Vielleicht nicht mit der Schaufel, aber wie wär's mit den Eulengleiterkrallen? Ich umkreise sie und grab sie dabei aus. Und halte mich diesmal von diesen klebrigen Fangarmen fern. Und jetzt wird gebuddelt. Zeit für PJ Unkrautvernichtung. Oh, ich hänge fest. Schon wieder. So ein Pech aber auch. Flatternde Federn. Ich hab dich. Super Gecko Muskel. Ah! Lass meine Freunde in Ruhe, Luna Girl. Hey, holt mir meinen Mondmagneten. Fast geschafft. Das glaube ich nicht, Eidechsenfuß. Gecko, Vorsicht! Hey! Mach schon, Mondblume, wachse! Und lass deine Samen frei, damit hier kein Platz mehr für andere Blumen und dergleichen ist. Also Graben funktioniert definitiv nicht. Sieht so aus. Hey, was würde wohl passieren, wenn wir sie gießen? Gießen? Aber davon wachsen Pflanzen doch. Schon vergessen? Das ist keine Pflanze, nur ein seltsames Mondgewächs. Wenn wir es gießen, schrumpft es vielleicht. Moment mal, dieser Schlauch bringt mich auf eine Idee. Wir könnten mit dem Schlauch ein Lasso bilden und die Pflanze dann runterziehen. Eulette, also ich weiß nicht so recht. Lasst es mich einfach versuchen. Ich weiß ja, dass ich nicht in eurem Club war, aber ich kenne mich trotzdem mit Gartenarbeit aus. Eulette, warte! Hä? Hey du, Federvieh! So, und jetzt muss ich nur noch ziehen. Geschleudert und das ist alles meine Schuld. So ein Pech, ihr Pyjama-Plagegeister. Gackerner Gecko.
wird die Stadt überwuchern und alle anderen Pflanzen vernichten. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Sie hat recht. Ich hätte euch um Hilfe bitten sollen. Aber ich wollte euch beweisen, dass ich mich mit Gärtnern auskenne, obwohl ich nicht in diesem Club war. Ist okay, Eulette. Habt ihr jetzt irgendwelche Ideen? Ich bin ganz Ohr. Ich versprech's. Was können wir tun? Was können wir tun? Diese Samen sind überall. Oh! Sie fliegen dahin, wo der Wind sie hinträgt. Moment, das ist eine tolle Idee, Gecko. Wohin der Wind sie trägt. Wir müssen nur dafür sorgen, dass der Wind sie in die richtige Richtung weht. Ich weiß, was wir tun, aber ich brauche so viel gärtnerische Unterstützung wie möglich. Und was hast du vor? Kommt mit! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Bereit, Gecko? Es wird Zeit für unsere Operation Unkrautwind. Bereit, Catboy? Bereit! Hm? Super Eulenflügelwind! Sie, alle Samen. Ach ja, dann seht mir zu, wie ich neue wachsen lasse. Und jetzt probieren wir deine Idee aus. Normale Pflanzen lieben viel Licht und Wasser. Aber dieses Mondunkraut vielleicht ja nicht. Yay! Es funktioniert. Für die beste Sonnenblume geht an Amaya! Ja! Wow, ich möchte mich bei Connor und Greg für ihren Blumenrat bedanken. Es ist toll zu wissen, wie viel Wasser und Licht so eine Pflanze braucht. Nein, ehrlich, das ist auch euer Pokal. Cool! Ja. Gewonnen! Zeitlupengecko! Greg, die Glocke hat geläutet. Hä? Seht mal, was ich Tolles mit dem Ball mache. Hey, Ball, komm zurück. Greg, der Lehrer wird jeden Moment hier sein. Da bin ich mir nicht so sicher. Schaut's. Bilde ich mir das nur ein oder läuft er wirklich sehr langsam? Ja, super langsam. Es wird schon dunkel sein, bis er hier ist. Seht, er ist nicht der Einzige, der sich in Zeitlupe bewegt. Was ist hier los? Heute Nacht finden wir es raus. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja! Greg wird zu Gecko. Ja! Connor wird zu Catboy. Die Stadt wirkt sehr ruhig. Zu ruhig. Schaut mal! Romeo, was führt er im Schilde? Was es auch ist, wir lassen es ihm nicht durchgehen. Zum Gecko-Mobil!
ist der Platz? Hat jemand Romeo gesehen? Hey, Kätzchen, nicht so schnell. Geschnallt? Leider nicht. Ach, dann sieh zu. Oh nein, was tut er dieser armen Katze an? Der Katze geht's gut. Sie bewegt sich nur in Zeitlupe. So wie der Lehrer und der Schmetterling heute früh. Romeo benutzt diese Uhr am Labor, um alles langsamer zu machen. Nicht mehr lange. Gecko, du schleichst dich von hinten an und zerstörst diese Uhr. Eulette und ich lenken ihn ab. Alles klar. Super, Gecko-Tarnung. Warum machst du alles langsamer, Romeo? Die PJ-Masks. Das wurde aber auch Zeit. Geschnallt? Zeit. Ich bin heute in Bestform. Das sind Sie in der Tat, Meister. Ach ja, findest du? Ich mache nämlich alles langsamer, weil dann alle zu langsam sind, um mich daran zu hindern, die Welt zu erobern. Und sobald ich meine Uhr im Stadtzentrum abgestellt habe, wird die Explosionswelle jeden treffen und dann sind alle für immer langsam. Cool. Ich bin ein Genie. Habe ich euch doch gesagt. Bei meinen Katzenschnurrhaaren, das glaube ich nicht, Romeo. Gecko, jetzt! Wo ist er? Jetzt! Jetzt! Gecko! Ich habe mir die Katze angesehen. Die ist echt cool. Netter Versuch, Schnarchnasen. Ups, er ist entkommen. Was ist passiert, Gecko? Ich habe mir die Katze angesehen. Die ist wirklich cool. Aber Gecko, Romeo ist entkommen. Du musst dich konzentrieren. Macht euch keine Sorgen. Ich habe einen Plan, wie wir ihn aufhalten können. Mit dem Gecko-Mobil haben wir die Möglichkeit, direkt zu Romeos Labor zu fahren, ohne dass er uns sehen kann. Schaut, da ist das Labor. Gecko-Mobil-Tarnung. Hörst du auch was? Negativ. Sicher wieder diese PJ-Masks. Oh nein, ein Vogel. Husch, Vogel, flieg weg. Na los, los. So was sieht man nicht alle Tage. Moment, das sind die PJ Masks. Jetzt habe ich sie endlich. Er kann uns sehen. Gib Gas, Gecko. Seht mal den Vogel. Fliegt er oder sitzt er? Wer weiß. Vergiss den Vogel. Schau. Oh nein. Ich wünsche euch mehr Glück beim nächsten Mal. Wenn Romeo das Stadtzentrum erreicht, macht er die ganze Stadt super langsam. Ihm nach, Gecko! Das klappt nicht. Das Gecko-Mobil fährt nur noch in Zeitlupe. Dann müssen wir Romeo wohl zu Fuß verfolgen. Kommt mit! Müssen wir nicht ins Stadtzentrum fahren? Wozu die Eile? Wir haben doch genug Zeit. Geschnallt. Er gönnt sich eine kleine Pause. Okay, das ist der Plan. Wenn wir uns aufteilen, kann er uns nicht alle langsamer machen. Eulette und ich greifen Romeo direkt an. Und du, Gecko, versteckst dich, bis ich dir das Signal gebe. Alles klar. Diesmal lasse ich mich nicht ablenken. Okay, maximales Tempo. Und jetzt schau zu, Roboter. Nichts ist zu schnell für Romeo. Ein Frisbee in Zeitlupe? Das ist ja abgefahren. Du schon wieder? Gecko, Vorsicht! Lauf! Ah! Ups, nicht schnell genug, Gecko. Ich muss lernen, mich nicht so ablenken zu lassen. Bis dann, PJ Masks. Ich bin unterwegs ins Stadtzentrum. Glaubt mir, das wird der Kracher. Alles in Ordnung mit dir? Mir geht's gut. Ich bin nur super langsam. Das ist alles meine Schuld. Wenn ich mich nicht so leicht hätte ablenken lassen, hätten wir Romeo schon längst gefangen. Macht lieber ohne mich weiter. Niemals, Gecko. Wir sind ein Team.
Du hast recht, Catboy. Ich bin langsam, aber wenn ich mich konzentriere, kann ich mithelfen. Dann mal los. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ja! Leute, jemand von euch muss mich tragen, bitte. Eulette, du lenkst Romeo ab und ich kümmere mich mit meiner Super-Gecko-Stärke um diese Uhr. Catboy, wenn es Eulette erwischt, dann liegt es an dir, Romeo abzulenken. Na gut, aber du bewegst dich immer noch in Zeitlupe. Wie willst du da die Uhr erreichen? Keine Sorge, diesmal lasse ich mich durch nichts ablenken. Du schon wieder? Zeit, dich ein bisschen langsamer zu machen, Piepmatz. Das werden wir noch sehen, Romeo. Ja! Keine Ablenkungen diesmal! Ihr habt mich fast erwischt, Meister. Hör auf zu jammern und hilf mir, sie einzufangen! Bisschen schneller. Mich kriegst du nicht, Roboter. Flatternde Federn. Er hat sie erwischt. Ich muss Romeo ablenken, bis Gecko diese Uhr gestoppt hat. Aber Meister, ich hab sie doch schon geschnappt. Beschwerst du dich wieder? Hauptsache, wir haben das Spatzenhirn langsamer gemacht. Fang mich doch, wenn du kannst, Romeo. Super Katzentempo. Hör auf, mich abzulenken. Ich muss noch diese Stadt langsamer machen. Du schon wieder? Aber diesmal lenkst du mich nicht ab. Super Katzensprung. Ihr kommt zu spät, PJ Masks. Jetzt verlangsame ich die ganze Stadt. Oh nein. Leute, das nenne ich eine Party. Oh. Das wird der Kracher. Super Gecko Muskel. Was? Yay. Du hast es geschafft, Gecko. Wie bist du raufgekommen? Du bist doch noch langsam. Ja, ich bin langsam, aber ich habe mich nicht ablenken lassen und war rechtzeitig hier oben. Oh oh. Ja. Ja, Schluss mit langsam. Seht her. Tanzen Go-Go, den Gecko. Go-Go, los, Gecko. Los, Gecko. Ich hasse diesen Go-Go-Gecko, ihr verflixten PJ Masks. Meine Zeit wird kommen. Meine Zeit wird kommen. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Hallo, Greg. Hallo, Leute. Du hast den Ball mitgebracht. Zeigst du uns den Trick? Na, Logo. Aber erst später. Jetzt ist Zeit für Unterricht. Du hast recht. Sehr gut, dass du dich nicht ablenken lässt. Danke. Super langsamer Abklatscher. Ja. Gecko und der allmächtige Stein. Kung Fu? Ja. Das habe ich gerade gefunden. Es steckt voller cooler Geschichten über Kung-Fu-Meister. Seht euch mein Buch an. Es handelt von den stärksten Athleten der Welt. Wow. Wow. Aber es kommt noch besser. Schaut, was er alles gewonnen hat. Pokale und Medaillen. Hey, vielleicht gewinne ich mal eine Medaille. Ich glaube, es gibt keine für Super-Gecko-Stärke. Komm mit, wir lesen im Park weiter. Wenn ich nur was gewinnen könnte, um zu beweisen, dass ich stark bin. Greg? Was ist mit den Laternen passiert? Die sind ja total verbogen. Wow,
Wer das gemacht hat, war echt stark. Mag sein, Gecko, aber dafür bekommt man keinen Pokal. Und es ist auch nicht in Ordnung. Wer war das? Im Hauptquartier finden wir es heraus. PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja! Greg wird zu Gecko. Ja! Connor wird zu Catboy. PJ Masks! Zum Gecko-Mobil! Bei meinen Katzenschnurrhaaren! Vorsicht! Ein riesiger Stein rumpelt durch die Stadt? Schnell, habe ich gesagt, ihr Ninja-Faulpelze! Ich muss diesen Stein spalten! Nacht-Ninja, was führt er im Schilde? Er muss zerbrechen! Nichts und niemand übersteht meinen Mega-Dreifachschlag! Au, au, au! Move ein, Nacht-Ninja? Nicht mal annähernd. Ihr Pyjama-Plagegeister habt keine Ahnung, was ich hier habe, nicht wahr? Einen riesengroßen Stein? Nicht nur irgendeinen Stein. Meine Ninjalinos haben ihn von einem antiken Tempel weit oben auf einem Berg tausende Kilometer entfernt bis hierher gerollt. Er ist der allmächtige Stein. Der allmächtige Stein? Davon habe ich im Kung-Fu-Buch gelesen. Es gibt eine Legende darüber. Darin versteckt ist ein wertvolles Medaillon. Wie das hier? Das sieht aus wie eine Medaille. Ein Medaillon, keine Medaille. Nur der stärkste Held kann den Stein zertrümmern und es freilegen. Und mit stärkstem Held meine ich mich. Stärkster Held? Aber du bist doch gar kein Held. Wartet nur, bis ich dieses Medaillon an meinem Hals trage. Dann wird euch das Lachen vergehen. Ein Medaillon für einen Superstarken, hä? Huh? Wenn ich es hätte, wüssten alle, dass ich der Stärkste bin. Gecko, was redest du denn da? Wenn ich den Stein zertrümmere, dann kriegt nicht Nacht-Ninja das Medaillon, sondern ich. Ich trage es wie die Athleten aus meinem Buch. Setzt eure Kung-Fu-Fähigkeiten ein, Ninjalinos. Ja. Ja. Ihr müsst fester zuschlagen. Und zwar so. Hi-ya! Du bist nicht stark genug, aber ich wette, ich bin es. Gecko, hör auf! Aber wenn ich ihn zerbreche und das Medaillon bekomme, dann kann Nacht-Ninja keine anderen Sachen mehr zertrümmern. Träum ruhig weiter, Eidechsenfuß. Ninjalinos, rollt den Stein! Weiter so, er geht sicher bald zu Bruch. Wenn der Stein weiter so herumrollt, macht er noch die ganze Stadt platt. Wir müssen ihn aufhalten. Stein zerbrechen! Niemand kann diesen Stein zerbrechen, Gecko. Wir müssen ihn nur aufhalten. Das würde doch beweisen, dass ich super stark bin. Ich könnte es an die Wand hängen. Du bist super stark. Wenn du diesen Stein triffst, fliegt er weg wie nichts. Probieren wir was anderes. Ich laufe im Kreis um Nacht-Ninja und seine Ninjalinos herum. Ja, und ich fliege mit Gecko hin, damit er... Den Stein zertrümmern kann? Nein, wir bringen ihn ins Hauptquartier. Na gut. Na dann los. Super Katzentempo. Happy, und jetzt trage ich ihn ins Hauptquartier. Nur ein Versuch kann ja nicht schaden. Super Gecko-Muskel! Gecko!
Ha, er hat euch den Plan verdorben und mit seinen winzigen Eidechsenärmchen habt ihr nichts zerbrochen. Und jetzt seht zu, wie der Ninja-Meister seine Stärke einsetzt. Ninja-Splitterschlag! Der Spielplatz! Oh nein! Eulenflügel Wind! Fang ihn, Gecko! Puh! Gut gemacht, Gecko! Danke! Wie wär's mit einem weiteren Versuch? Hä? Aber... Ich bin auch ganz vorsichtig! Ich weiß, dass ich sie kriegen kann! Erst recht mit meinem Super-Gecko-Dreifachschlag! Diese Eidechse hat ja gar keine Kraft. Ach ja? Nächstes Mal klappt's. Wirst schon sehen. Ninjalino Rambock. 1, 2, 3. Was? Ich bin absolut stark genug. Gecko Steinbrecher. Noch immer nicht zerbrochen. Ein weiterer Versuch. Jetzt wird's langsam ganz schön albern. Albern war doch auch schon Nachtninja, hängend am Laternenpfahl mit dem Seitwärtsfußstoß. Da ist er! Ich mach ihn kaputt, ihr werdet's schon sehen. Und wenn ich ihn dafür gegen das härteste Gebäude der Stadt schmettern muss. Na, ratet mal, welches das ist. Nicht unser Hauptquartier! Wenn es dabei kaputt geht, können wir keine PJ Masks mehr sein. Das darfst du nicht tun, Nachtninja! Ich hatte gedacht, du verstehst das, Eidechsenfuß. Du hast doch selbst versucht, ihn zu zertrümmern. Springt! Ringendes Reptil! Das werde ich nicht zulassen! Oh nein! Er kommt auf uns zu! Steh doch nicht einfach da und glotzt! Puh. Flatternde Federn. Das war knapp. Nachtninja dreht völlig durch. Das ist alles meine Schuld. Super Gecko-Muskeln! Tut mir so leid. Ich hätte den Stein ins Hauptquartier bringen sollen. Hab ich aber nicht. Der Stein hat euch beinahe erwischt. Ist schon gut. Wir sind entkommen und das Hauptquartier steht wieder. Aber ihr seid in Gefahr gewesen. Jeder ist in Gefahr, solange dieser Stein noch rumpoltert. Ich fürchte, du hast leider recht. Macht euch zum Staunen bereit. Wenn wir das hier verwenden, wird der Stein noch viel härter aufschlagen. Niemals. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wir hatten schon genug Ärger mit diesem Stein. Niemand hält mich auf, Eidechsenbubi. Das Medaillon wird mir gehören. Gecko, nein! Lauf! Weg mit dir von hier! Super Gecko-Muskel! Wow, das war aber wirklich ein mega harter Schlag. Ja, ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Ich habe mich vorher noch nie so stark gefühlt. Weil du uns vor dieser Gefahr retten wolltest, Gecko. Und dafür hast du deine ganze Superstärke rausgeholt. Ihr habt recht. Gib das Medaillon zurück. Es gehört mir. Niemals. Es gehört dir nicht. Aber ich habe den Stein zertrümmert. Ich habe ihn auf euer Hauptquartier geworfen. Du hast ihn geworfen, aber Gecko hat ihn zertrümmert. Mit seiner Superkraft. Aber das ist doch Unsinn. Wie kann eine Eidechse stärker sein als ich? Weil wahre Stärke darin liegt, sich um seine Freunde zu kümmern. Wo bleibt denn da der Spaß? Na gut, ihr Baby-Masks könnt es behalten. Aber ich komme wieder, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Und euch schicke ich in diesen alten Bergtempel zurück, wo ihr noch mehr trainieren müsst, Ninjalino. Du hast dieses Medaillon definitiv verdient, Gecko. Danke. Aber es stammt von weit her und es gibt eine Legende darüber. Wer braucht denn schon ein Medaillon? Ich gebe es dem Museum, dann können es alle bewundern. Cool. Und vielleicht kannst du irgendwie anders deine Stärke beweisen, bevor wir fertig sind. Mhm. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Komm
den Stein zertrümmert hat, war super stark. Und wer es war, bleibt ein Geheimnis.